Die Reise des Heldibus. Besuch in Efdrelepvamöke, dem Land der ewigen Träume, lebhaften Fantasie und möglichen Kehrreime. Das Hörspiel zu Die Klangbox 2, geschrieben und gesprochen von Ingeborg Boffe. Als das dicke, verstaubte Buch vom Kleiderkasten herunterfiel, obwohl Heldibus lediglich sein dumm gelandetes Papierflugzeug dort oben herunterholen wollte, kam so viel Staub mitgeflogen, dass er heftig niesen musste. Hatschialabumbum! Krächzte es aus der aufgeschlagenen Seite und Wutschnipoff, ein winziger Büchergnom, der sich zwischen den Zeilen räkelte, rieb sich verschlafen die Augen. Wieso weckst du mich? Ist die Zeitreisen-Ära denn schon vorbei? Heldibus starrte ihn mit offenem Mund an. Nein, ich glaube nicht, stammelte er und fragte sich, ob sie denn schon begonnen hatte. Was willst du dann von mir? Eine einzige letzte Reise gebe ich dem, der mich bekniet. An der Regentonne steht Schnubidu, das kleine Engelchen. Es ärgert sich, dass es lange nicht geregnet hat, denn es hat eine schöne Schüssel gefunden und will jetzt damit spielen. Regentonne, wir soll er kein Wasser drin. Regen kommt, die Schüssel wartet mit dem Brenn. Hey du, rief sie ihm zu. Das Polywim scheint bei dir zu wirken, damit du morgen aber nicht die Welt auf dem Kopf siehst und Knorpels verzwickelt hältst, musst du dich nun schlafen legen. Komm her zu mir. In meiner Koje ist noch Platz. Ich muss sowieso draußen schlafen, um die Sternschnuppen in meinem Quadranten im Traum zu zählen. Da kannst du mir gut Gesellschaft leisten. Außerdem fallen dir ja schon die Augen zu. Wollte nur was sauber machen, jetzt muss ich die Hände waschen. Doch der Dreck, der geht nicht weg, ich muss die Seife nochmals greifen. Wollte nur was sauber machen, jetzt muss ich, die Hände waschen. Sein kleiner Käfer Mekibus auf seiner linken Schulter flüsterte. Du wirst dein Reiseschiff finden, dein Tor der guten Hoffnung, dein Mantra zur Glückseligkeit. Warte nur hier und höre genau zu und sehe gut hin. Struppige Tarantuwuckel mit den drei Schleuderringeln winkte ihn zu sich, grinste mit seinem spitzen Mausmaul und ging schon voraus. Doch etwas für einen Buben von deinem Format, meinte der Tarantuwuckel und zeigte auf eine gelungene Zeichnung, die sein Sohn gemalt hatte. Ich will lachen, Kuchen backen, Äste knacken, Farben spielen, Pfeile zielen. Ich will lachen, Kuchen backen, Äste knacken, Farben spielen, Pfeile zielen.
Windgott Tosibus ließ sich nicht zweimal bitten. Was wollt ihr denn alle von mir? Kannst du so viel Wind erzeugen, damit sich die Schleuse der Unendlichkeit öffnen kann? Baten die Kinder. Dafür brauche ich aber einen guten Rhythmus, damit ich meine Pausbacken einschwingen kann. Leg mal los! Die kleine Gartenhexe Granila schoss vom Himmel herab und schrie putzmunter. Wer hat den Kuchen gerufen? Schon bin ich da. Kuchen gerufen, schon hex ich wild vor mich her. Ha, die Blitze, ein Feuer will ich haben. Blas mir den Blaseball, Tosibus, auf dass ich der Kuchen im Wuchen verwandle, damit kein Blitz die Kinder erschlage. Und Dormibali, bring Träume den Schläfern, die nicht erwachen vom Krachen. Das habe ich vor den Wassern der Redlichkeit gefunden. Es begann zu singen und sich zu drehen im Wind. Doch dies gehört einem Menschenkind. Kein Eftrelepfermöker kann dieses Ding erfunden haben, brummte der Herr Major. Das gehört mir, rief Heldibus ganz aufgeregt. Das lag heute noch im Garten bei mir. Das dachte ich mir schon. Komm mit mir mit. Den Wind können wir gebrauchen, um die Wolken wieder zu verblasen. Doch ich muss dir am Wasser etwas zeigen. So gingen sie alle zusammen dorthin. Leise. Meinte der Junge betrübt. Dies ist ein Gleichnis. Wenn du es verstehst, wirst du mit einem Gefährt in deine Zeit zurückkehren können, erklärte ihm der Major.